Nintendo Presents. Und damit begrüße ich euch zu The Legend of Zelda A Link to the Past, natürlich original für den Super Nintendo, weil die GBA-Version nicht die Super Nintendo-Version ist. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, aber jetzt kommt erstmal ein Intro. Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegeln. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeiten ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der sieben Weisen waren, eine nach der anderen. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. So, soviel zum Intro. Wir spielen Zelda Link to the Past, eines der wohl besten Super Nintendo Spiele, die ich je gespielt habe. Und ich habe sehr viele Super Nintendo Spiele gespielt, das könnt ihr mir glauben. Ja, ich habe mich für die Super Nintendo Version entschieden, weil ich die einfach mehr gespielt habe, weil ich die Tonadaption auf dem GBA nicht so mag und weil mir die GBA-Version eh nicht viel Profit geben würde, weil ich da diesen extra Dungeon nicht spielen kann, weil es schwierig wird, über einen Emulator mit vier Freunden den anderen Teil durchzuspielen. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Und ja, ich gucke mal, ob Benton passt, sonst wird es wieder der gute alte Bento. So, ich kann das Spiel eigentlich relativ gut. Ob ich es jetzt auf Anhieb relativ schnell durchspiele, weiß ich nicht mehr. Ist ein bisschen länger her, aber ich würde sagen, wir fangen gleich auch mal an. Benton! Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda! Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seine Kontrolle gebracht. Und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier heraus. Hilfe! Okay. Benton, ich gehe kurz vor. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Genau. Somit beenden wir dieses Projekt auch, weil wir bleiben natürlich im Haus. Nein. So. Ich werde mich jetzt nicht so stark auf die Story fokussieren, weil ich denke, die meisten kennen das Spiel. Ich werde das jetzt straight durchspielen. Ich werde auch ein paar Sachen auslassen, die einen zum richtigen Weg führen würden, aber... Nee, brauchen wir nicht. Wir spielen dieses wunderschöne Spiel einfach durch. Genießt die Musik, genießt diese schöne Story von dem Spiel.
soweit man eine Zelda-Story super finden kann. Und ja, das ist, glaube ich, so mit Link's Awakening und Ocarina of Time auf jeden Fall mein Lieblings-Zelda-Teil, weil ich den ziemlich stimmig finde. Es passt einfach alles. Dieses Spiel hat einfach alles richtig gemacht. Schon allein die Musik, mega geil. Und ja, du bist ja weit gekommen. Ah, Ben, ich wollte dich mit in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Weil ich das Let's Play sonst nicht weitermachen könnte? Ein Part ist ein bisschen wenig. Hier, nimm mein Schwert und das Schild. Hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Na, das lese ich nicht vor. Bitte, Benton, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Mein Ende naht. Die Prinzessin, du bist ihr. Ja, ich bin ihr. So, okay, ich würde sagen, wir starten auch gleich mal ins Schloss. Und ich hoffe, ich vergesse nichts. Die Steuerung von dem Spiel ist eigentlich ganz gut gemacht. Die Rätsel sind teilweise sehr anspruchsvoll, teilweise relativ einfach, je nachdem. Ist für mich schon eines der etwas schwierigen Zelda-Teile, aber immer noch vollkommen machbar. Also da muss man sagen, natürlich hat die 3D-Adaption bei Zelda unglaublich gut geklappt, aber die 2D-Teile stehen dem nichts nach. Also zur damaligen Zeit haben die alles aus den Zelda-Spielen rausgeholt, anders kann man es nicht sagen. Und ein Herz! Ich werde meistens wahrscheinlich nur die Truhen holen, die man holen muss, und werde 100% machen. Sprich, ich werde alle Herzteile haben, alle... Ja, einfach alles. Ich werde ein bisschen was offscreen erledigen, wie zum Beispiel... Was werde ich offscreen erledigen? Es gibt ja später diese Upgrades für Bomben und Pfeile. Das werde ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Das werde ich wahrscheinlich einfach nur offscreen machen, aber naja. Das müsst ihr auch nicht sehen. Und hier haben wir die stärkste Waffe im Spiel, natürlich die Vase. Wer das Master-Schwert als gut befindet, der hat noch nicht mit der Vase gekämpft. So, ich glaube auch nicht, dass ich hier sowas erklären muss wie mit den Herzen oder sonstiges oder Rubine. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass ihr alle schon mal einen Zelda-Teil gespielt habt und klug genug seid, um nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Da setze ich eigentlich sehr große Hoffnung an euch. Das sehe ich ja immer in den Kommentaren. Das passt schon. So. Tja. Nur für die Leute, die jetzt den Teil vielleicht noch nicht gespielt haben. Die Grünen sind so die schwächsten Gegner. Die Blauen sind die etwas stärkeren Gegner. Und die Roten sind die ganz starken Gegner von den Soldaten zumindest. So. Und da haben wir auch schon unser erstes Item. Den Boomerang. Wenn ich euch ein bisschen zu schnell hier durchflitze, dann tut's mir leid. Dann müsst ihr leider damit leben. Aber... Ja, Leute, das ist meine Art, dieses Spiel zu spielen und fertig. Ich werde keine Glitches zeigen oder Abkürzungen in dem Sinne, weil ich das eigentlich ziemlich doof finde. Man könnte nämlich das Spiel in ungefähr 10 Minuten durchspielen, aber das finde ich jetzt nicht so cool. Darauf werde ich auch jetzt erstmal noch nicht eingehen. Das werde ich vielleicht mal als extra Part am Ende machen, aber so halte ich das eigentlich nicht für nötig. So, der erste kleine Miniboss, auch dem würde ich euch empfehlen, mit Vasen kaputt zu machen, weil man sonst ziemlich lange drauf kloppt. So. Großer Schlüssel ist mein. So. Und bevor wir mit Zelda reden, schnappen wir uns erstmal die Kohle. So. Ich danke dir, Benton. Irgendwie habe ich immer gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu, Benton. Die Burgwachen stehen alle unter Aghanims magischen Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Nicht doch. Ja, wir verstehen dich. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in diesen ersten, in den ersten Stock. Na los, komm schon. Ja. Also, wie gesagt, normale Zelda-Story. Man rettet Zelda und kämpft irgendwann gegen Ganondorf oder Ganon. Ihr kennt das ja schon. Ist, wie gesagt, ganz nett gemacht. Finde ich auch gut, dass die Ocarina of Time quasi auf das Intro von A Link to the Past ein bisschen abgestimmt haben, sodass man da schon ein bisschen einen Zusammenhang erkennt. Aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von der Timeline, weil macht alles nicht so ganz viel Sinn. Natürlich kann man Spiele im Zusammenhang spielen oder im Zusammenhang sehen, aber
für mich ist zum Beispiel ein Link's Awakening ein komplett eigenständiges Spiel und das muss man jetzt nicht irgendwie mit A Link to the Past in Verbindung bringen. Also, das ist für mich eher, ehrlich gesagt, ein bisschen schwachsinnig. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung zu der Timeline-Theorie schreiben. Also, wie gesagt, ich finde die Idee dahinter okay, aber definitiv nicht ausgereift genug, dass man sagen kann, das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Definitiv nicht. So. Und ich hoffe, ihr mögt das Spiel. Ich hoffe, ihr kennt das Spiel. Und wenn ihr es nicht kennt, also, ja, dann genießt das Spiel. Das ist wirklich schön. Es wird jetzt nicht unglaublich lang. Und ihr wünscht euch ja alle Zelda-Teile. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich 90% der Zelda-Spiele auch nachkommen. Der Wishy wird sich natürlich auch ein bisschen darum kümmern, aber im Moment bin, ja, ich quasi so... Darf ich mich die Zelda-Schlampe nennen? Ja, ich nenne mich mal die Zelda-Schlampe. Oh nein, der Benton flucht wieder zu viel. So. Jetzt brechen wir hier erstmal aus. Ich finde die Idee hier mit dem, für den ersten Dungeon eigentlich ganz gut. Man kann sich ganz gut in die Steuerung reinfinden. Und Ratten töten lohnt sich finanziell immer sehr, dementsprechend. Alle, die euch über den Weg laufen, tötet sie. Ihr müsst die Ratten töten. Ja, die können bis zu 20 Rubine verlieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. So. Wie ihr seht im Moment, ich habe jetzt nicht wirklich Schwierigkeiten durchzukommen. Natürlich kenne ich das Spiel, aber auch für jemanden, der das Spiel noch nicht gespielt hat, für den ist das Spiel auf jeden Fall machbar. Es wird vom Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall schon einen Tacken schwerer, aber definitiv nicht unfair. Dementsprechend, ja, man kann das Spiel halt einfach relativ zügig und entspannt durchspielen, auch wenn man es nicht kennt. Und das, finde ich, machen die meisten Spiele mittlerweile leider zu falsch. Wenn, sind die Spiele zu schwer von Anfang an oder zu einfach. Das ist halt nicht cool, muss man einfach sagen. Ich finde, das sollte schon ausgeglichen sein, so dass ein Anfänger bei dem Spiel auch Spaß dran hat. Es gibt gerade heutzutage viele Gamer, die oder sich Gamer schimpfen, die sich von Spielen abschrecken lassen, die für die angeblich zu schwer sind. Natürlich gibt's die, aber die neueren Spiele sind meist nicht mehr ganz... Also, es gibt genug Spiele, die einfach nicht ganz so die Herausforderung sind. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil ein Spiel, was zu leicht durchzuspielen ist, gibt mir irgendwie nicht so den richtigen Nährwert. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber... Ja, was soll ich denn mit einem Zelda, was vollkommen einfach ist? Das langweilt mich einfach. Ganz ehrlich, das langweilt mich einfach. So, wie ihr seht, auch Gegner können Schlüssel verlieren. Das war gerade der beste Beweis dafür. Ihr habt ja gesehen. Und wir sind auch gleich quasi schon draußen. So. Ich denke mal, ich mache die Parts wieder 20 bis 25 Minuten lang. Macht es mir einfacher mit dem Rendern, etc. Ich muss nicht so viele Parts rendern. Und ihr könnt euch relativ schnell, falls ihr keine Lust habt aus Zelda, auf das nächste Projekt freuen. So. Und wie man da reinkommt, das habe ich... 10 oder 15 Jahre nicht verstanden, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. So. Könnt ihr euch schon mal im Hinterkopf behalten, für die Leute, die es auch nicht wissen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht mal sogar übers Internet rausgefunden, sondern mit ganz, 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 ganz viel ausprobieren. So, wir haben schon 100 Rubine, das ist sehr gut. So. Ja, so kleine Zwischentextboxen, wie die hier labert, dass wir gleich draußen sind, das interessiert mich eher weniger. Ich werde mich jetzt wirklich nur an die Story fokussieren. Auf die Story fokussieren, nicht, dass ihr euch wundert. Oh, wir sind gleich da. Das interessiert doch keine Sau. Das wissen wir selber. So. Da sind wir auch schon. Ah, ich mag die Musik. Ein Wunder, Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Benton? Ja. Ja, richtig. Benton half mir aus dem Kraker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Agahim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten... Ihr wollt meinen Schatz trinken? Nein. Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Benton, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn es das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Agahim. Denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte.
Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert, doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich. Schon überall, Prinzessin Zelda, stecke dich hier bei mir. Ich markiere das Haus Sarah Rashala auf dieser Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Jo, ich bin ja nicht dumm, danke. So. Lululul. So. Wir werden uns jetzt erstmal in Richtung ersten Dungeon bewegen. Den machen wir jetzt auch noch in dem Part mit und danach geht es auch los, hier ein bisschen am Nebenquesten zu sein. Ich werde, wie gesagt, alles holen. Ich werde erstmal alles soweit holen, was in der Lichtwelt möglich ist, wenn ich soweit bin. Und danach erst in die Schattenwelt gehen. Warum ich das so mache, für die Leute, die es vielleicht nachspielen wollen, dass sie wissen, wie und wann man was bekommen kann. So. Und ja, ich mache damit wahrscheinlich ein paar Umwege, aber das finde ich jetzt gerade gar nicht mal so schlimm. Und ja, so. Aber wie gesagt, jetzt erstmal erster Dungeon, immer schön Geld sammeln und besonders immer die Gegner platt machen, die wirklich viel Geld geben. Und das hier sind welche zum Beispiel davon. Die geben nämlich manchmal sehr, sehr, sehr viel Kohle. So, deswegen töte ich die immer ganz gerne mit, aber nicht ganz so viel Glück. Ja, für Sprite Limits, also wenn das Spiel ein bisschen laggt, da kann ich leider nichts für. Das liegt daran, dass das Spiel manchmal zu viele Sprite verwendet. Das ist in Super Mario World manchmal auch ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ich denke, da könnt ihr drüber hinweggucken, oder? Könnt ihr? Ja? Sehr schön. So. Boah, 137 Rubine schon. Sehr schön. So, man braucht nicht oft Geld, aber wenn man die Möglichkeit hat, Geld zu bekommen, sollte man das definitiv mitnehmen. So. Komm her, du Kasper. So. Natürlich hätten wir jetzt in eine Stadt gehen können und uns Informationen holen können, wo der Dorfälteste ist, aber der wird uns dann nach mehreren Dialogen einfach nur erzählen, dass wir hier hin müssen. Dementsprechend finde ich das eigentlich nicht so wirklich interessant. Das ist einfach nur ein Weg, den kann man sich schenken. So. Meine bescheidene Meinung, ne? Nicht eure. Immer dran denken. Alles, was ich hier immer von mir gebe, ist immer meine Meinung und nicht eure. Ihr dürft nur euren Senf dazu geben. Ihr könnt mir aber jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblings-Zelda-Spiel ist und warum. So. Du. So, das ist auch relativ easy. Einfach durchlaufen. Wer jetzt ein bisschen Schaden bekommt, kann man hier nicht. So, und wichtig, geht auf jeden Fall den Weg lang, den ich hier auch lang gehe, weil die Rubine, die man hier kriegt, kann man sehr, 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 sehr gut gebrauchen. So, 1, 2, 1000. Was 100 war, aber egal. So. Auch hier merkt ihr wieder wahrscheinlich, dass so ein kleiner Lag im Spiel ist, aber das ist auch auf dem Super Nintendo zu, genau, auf dem Super Nintendo zu. Ne, es ist auch auf dem Super Nintendo so. Dementsprechend nicht wundern. So, den rechten Raum können wir uns schenken, da ist nichts Besonderes für uns drin. Und hier ist natürlich die noch die Sache, dass man hier die großen Schlüssel braucht, um an die großen Truhen zu kommen, was ich eigentlich auch ganz gut finde. So. So, klassisches Rätsel. Töte die Gegner. Tötet den Panda. So. Auch nicht schwer, ne? Wie ihr seht. Die blauen Skelette sind noch relativ easy. Die roten, die wir bald kennenlernen, die werfen uns noch etwas hinterher. Dementsprechend müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, hier ist jetzt als Beispiel die Karte drin. Oder, ach nee, Kompass, sorry. Das werden jetzt in der nächsten Zeit Truhen sein, die ich wahrscheinlich liegen lasse. Einfach, weil wir sie nicht unbedingt brauchen. Wie gesagt, ich mache hier nur ein 100% Spiel bezüglich der Sachen. Wenn ich irgendwas vergessen sollte, dann werde ich es spätestens am Ende sehen und es nochmal nachholen. Aber nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert. So. So, wir könnten jetzt auch schon zwei Gläser haben und wir können schon so viel mehr an Items haben. Aber ich mag das eigentlich, wenn man erstmal so den ersten Dungeon hat, damit man ein paar mehr Möglichkeiten hat. Aber wie gesagt, das ist meine Spielweise, wie ich das Spiel gerne spiele. Das müsst ihr immer selber für euch wissen. So, und um auf das Thema Lieblings-Zelda zu kommen. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich mag eigentlich natürlich alle Zeldas, muss ich wirklich mal so sagen. Ich mag wirklich alle Zeldas. Aber ich finde die Teile, Links Awakening und, ach scheiße,
Majora's Mask zum Beispiel viel stärker als die anderen Teile, weil die sich einfach mal komplett von der Story, Standard-Story, sag ich mal, wegorientiert haben. Ich mag auch in Ocarina of Time, ich mag auch in A Link to the Past, wie man sich wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile schon vorstellen kann. Aber ich finde, da ist ziemlich viel Potenzial verloren gegangen, weil die sich von der Story einfach immer, ich sag mal, so an dieser Norm bewegen, dass mich das ehrlich gesagt ziemlich langweilt. Also wirklich langweilt. Natürlich bei den ersten Spielen ist es nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die neuen Teile, neueren Teile denke, es ist irgendwie immer das gleiche mit meist ähnlichen Items. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass die Reihe, ja, wie gesagt, deutlich mehr Potenzial haben könnte. Ein Link's Awakening ist mal von der Story ganz weggegangen. Da war es nichts mit, wir müssen mal eine Prinzessin Zelda retten. Das fand ich schon mal sehr gut. In A Link to the Past war halt noch mit eines der älteren Spiele. Da finde ich das auch noch okay. Aber Majora's Mask gerade. Natürlich verstehe ich, dass viele diesen Drei-Tages-Zyklus nicht gerne mögen. Das ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Aber das ist für mich immer noch das beste Zelda-Spiel. Kann ich, kann man, also, nee, für mich gibt es da kein besseres, Punkt. Da brauche ich gar nichts anderes zu sagen. Denn das ist so unglaublich gut gemacht mit der Story. Die Stadt zu erkunden, jedes Mal zu sehen, wie die, sag ich mal, Dorfbewohner wirklich leben und nicht irgendwie, wow, 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 aua. Ja, die ziehen auch Magie ab neben Herzen. Ist uns aber relativ egal, weil wir noch kein Magie-Item wirklich haben, was wir brauchen. Ja, das ist einfach so. Erstmal mag ich dieses Leben in der Stadt. Das haben die sehr gut umgesetzt. Dann finde ich es auch noch ziemlich, ziemlich genial, dass diesmal einfach von dieser Standard-Story abgeht. Natürlich verliert man das Ziel am Ende des Spiels aus den Augen. Das weiß ich selber. Das finde ich auch gerade nicht so cool, weil man, weil es schon cool gewesen wäre, wenn man vielleicht Navi noch gefunden hätte. Aber dennoch ein unglaublich geiles Spiel. Anders kann man es nicht sagen. Für mich gesehen alles richtig gemacht, für mich gesehen auch von der Story das Stärkste, und was ich sehr, sehr, sehr gerne an dem Spiel mag, ist, dass dieses Kindliche aus Zelda mal wieder so richtig rausgenommen wurde und dass die Story teilweise auch wirklich ernst ist. Oh, unsere erste Bombe. Das ist ungewöhnlich, dass man hier eine Bombe kriegt. So, die kann man nur mit Pfeile töten. Also versucht erst gar nicht, da mit Vasen oder so drauf zu schmeißen. Nee, unglaublich gutes Spiel und für mich auf jeden Fall auch das allerstärkste Zelda-Spiel aus der Reihe. Ich hätte mir davon wirklich mal ein vernünftiges Remake gewünscht. Nicht so eine Scheiße für Game Boy Advance. Das kann man sich sonst wohin schmieren. So, und wir sind beim ersten offiziellen Endgegner. Na komm, Babys. So. Tschüss, 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 tschüss. Ach, scheiße. Ein Pfeil daneben. So. Ihr seht, auch kein wirklich schwerer Boss. Für den Anfang ganz nett. Kann man auch mit dem Schwert besiegen, wenn man keine Pfeile mehr hat. Ich mach's einfach nur mit einem Pfeil, weil es schneller geht. So, damit haben wir auch schon 5 Herzen und das erste Amulett. Genau, wir müssen jetzt die Amulette sammeln, damit ihr das überhaupt Bescheid wisst, um das Master-Schwert zu bekommen. So sieht's aus. So. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bring es zu Sarashala. Jetzt fehlen nur noch 2 Amulette. Gut. Gut. Dann machen wir auch hier den ersten Cut, Leute, und sehen uns im nächsten Part von Zelda A Link to the Past wieder. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.